ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part bei unserer Not So Berry Challenge. Wie du gesehen hast, habe ich die letzten Tage, ich glaube, es waren drei insgesamt, den Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe den ein bisschen alleine mit der Familie gebracht. Wir waren auf der Arbeit. Du hast es ja gesehen, ich muss es nicht ganz grob wiederholen, alles. Wir haben viel erlebt, das stimmt. Und das Lustigste überhaupt war eigentlich, dass wir an dem letzten Tag zu den Aliens durften. Und da nicht nur Tausende von Aliens waren, die Mindy hatte, ich glaube, 10 neue Freundschaften geschlossen, fand ich total lustig. Einerseits ihre geilen Outfits, andererseits würde es mich sowas von interessieren, wenn das Kind dann da ist, unser Alien-Baby, ob die Mutter da dabei war, ob wir die zufälligerweise dort schon getroffen haben. Da bin ich wirklich mal sehr drauf gespannt. Und ja, es tut mir leid, die Betty ist gerade hier am Flur am Rumspielen. Wir haben so eine Bestellung bekommen mit so einem neuen Pappkarton. Die Amazon macht da ja jetzt neue Kartons. Und das findet sie total toll, da rumzuknistern, ihre Bälle reinzuschmeißen. Und deshalb knistert es ab und zu im Hintergrund. Ja, das Beste aber überhaupt war dann eigentlich, als Minty und Trevor sich ein bisschen selbstständig gemacht haben. Ich habe mich um die Kinder gekümmert und habe dann die Meldung bekommen: Oh, die beiden machen ein bisschen Liebe zusammen. Und keine Sekunde später kam die Benachrichtigung, dass die Mindy endlich in den Wehen ist, beziehungsweise es heißt ja dort anders. Und ja, wir haben jetzt schon 4:15 Uhr. Ich habe die beiden einfach nochmal schlafen lassen. Die beiden werden jetzt duschen gehen. Die Kiddies, die sind schon, boah, ich glaube, seit 3 Uhr wach. Die merken auch das, was irgendwie im Busch ist. Und die kleine Maus stinkt irgendwie ein bisschen vor sich hin. Wenn der Trevor dann fertig ist, würde ich sagen, kann er ihr mal ganz schnell die Windel wechseln. Vielleicht hilft das schon, weil ihre Hygiene eigentlich noch relativ weit gut ist. Er wird dann auch einen Kindersitter organisieren, weil wir werden sehr lange im Krankenhaus sein, denn wir werden die Geburt von unserem Alien-Baby mit dem neuen Childbirth, oder ich weiß nicht genau, wie der Mod genau jetzt heißt, ich habe es leider vergessen, aber der Geburtenmod von Panda Sama, glaub, so heißt sie. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr den noch nicht habt. Das ist so cool. Ich habe es schon mal so privat mit einer Familie getestet, was man so machen muss, was man machen kann. Und manches habe ich mit der Mindy schon eingestellt. Und zwar habe ich ihren. Na, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn die Geburtshelfer? Wir haben den Geburtshelfer angerufen, haben gesagt, hier, wir wollen eine natürliche Geburt. Es soll ja alles nach Plan laufen. Ich habe ihr diesen Ball schon gekauft, den sie dann hoffentlich im Krankenhaus ein bisschen benutzen kann. Sie ist jetzt frisch Abend. geduscht und ja, kurz bevorstehende Niederkunft, weil unbekannte Lebensform heranwächst. Was immer es auch ist, es ist dabei hinauszukommen. Ich bin sehr gespannt, ob das mit Aliens Baby auch funktioniert. Och, Betty, nicht so laut, 0 Uhr. bitte. Wir haben jetzt, wie gesagt, 5 Uhr, deshalb wir machen uns jetzt echt langsam mal auf den Weg ins Krankenhaus. Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen wollen wir natürlich und wir nehmen natürlich unseren Trevor mit. Und ja, wie du siehst, hier sind ein paar der Alien-Freunde schon. Also ich fand es total cool und ihr Traum ist ja damit somit auch ein bisschen in Erfüllung gegangen. Sie hat gesagt, sie möchte einmal nach Sixsam dieses Gefühl, dieses Feeling da einfach zu sehen und das war, es ist so eine schöne Welt. Okay, Mini, es geht los. Puh, ich muss mal runterkommen. Oh wei. Wen haben wir denn hier? Da ist unser Trevor. Da haben wir den Mohammed, die Aliantra und wir haben die Rebecca. Geburtshelfer, Geburtshelfer. Hallo. Darf ich mich mal. Stelle ich mal freundlich vor, Mini. Wir müssen. Trevor geht erstmal in Panik. Willkommen in der Klinik. Fühle dich wie zu Hause und zögere nicht, einen unserer Geburtshelfer um Rat zu fragen, wenn du irgendetwas brauchst. Eine Geburt kann aufregend, aber auch stressig sein. Versuch dich zu entspannen und genieß diese wundervolle Zeit. Um es dir leichter und angenehmer zu machen, empfehlen wir dir, spazieren zu gehen oder einen Gymnastikball zu benutzen. Die Geburt wird losgehen, sobald dein Muttermund bei 10 cm erweitert ist. Viel Glück! Die deutsche Übersetzung kriegt ihr mittlerweile auch auf der Seite. Die Panda Sammer hat da jemanden verlinkt, der das übersetzt hat.
Jo, ihre Fruchtblase ist voll geplatscht. Ja, Mini, es geht los. Wir haben 5 Uhr, also nehmt euch einen Kaffee, macht's euch bequem. Ich werde natürlich versuchen, die Folge auf 20, 15 Minuten zu kürzen, aber ich möchte halt auch, dass ihr so viel wie möglich mitbekommt. Und ja, der Trevor ist erstmal voll in Panik. Das Schöne ist bei dem Mod, man muss sich nicht mehr anmelden. Man ist direkt angemeldet. Du kannst überall hingehen in diesem Krankenhaus. Das ist jetzt noch das ursprüngliche Krankenhaus. Ich hatte hier noch nicht die Gelegenheit, das zu ändern. Aber okay, das ist halt so. Ich würde sagen, da wir eben erst angekommen sind, ich weiß nicht, sollen wir direkt den Muttermund untersuchen lassen? Ich weiß nicht, ob das so einen Sinn hat, weil wir sind ja erst angekommen. Aber die Mindy ist ja seit kurz nach 12 schon in den Wehen. Wollen wir einfach mal untersuchen lassen? Komm, wir nehmen uns hier Rebecca als Geburtshelferin. Ich hoffe, sie begleitet uns bis zum Ende. So. Und Trevor, du bist voll aufgeregt, gell? Naja. Klängen Sula. Wo gehst du jetzt hin? Office Box. Säubern. Okay, der Aloha, Trevor ist erstmal was sauber forever. machen. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob die Mindy schon geweitet ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Also nach 6 Stunden könnte ich es mir schon vorstellen. Ich Yes. weiß halt nicht, ob das erst zählt, sobald sie hier im Wangi Krankenhaus Flacco. ist. Wir haben das natürlich zensiert durch den Wicket. Auch wenn ich den Wicket aktiv habe, habe ich den Streamer-Mod drinne. Trevor guckt direkt mit. Und ist sie schon geweitet oder nicht? Okay, also es beginnt erst, sobald man hier im Krankenhaus ist. Okay, wir sind 1 Zentimeter geweitet. Wow, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass wir schon ein bisschen was geweitet haben. Okay, Mini, dann würde ich sagen, testen wir mal den Geigenball, trainieren. Und dann kannst du spazieren gehen. Und ich würde sagen, ich gucke immer so alle 2 Stunden, heißt, wir machen jetzt so 20 vor 8. Gucken wir nochmal nach dem Muttermund. Ich werde natürlich in der doppelten Geschwindigkeit spielen, damit wir hier ja alles hinkriegen, alles schaffen. Was machst du, Trevor? Du unterhältst dich mit ihr? Okay. Kannst du jetzt irgendwas mit deiner Frau eigentlich machen? Kannst du ihr irgendwie Zuspruch geben? Kannst du irgendwas mit ihr machen? Aktion? Mega, mega cool. Wir haben, ich glaube, durchgehend unser Nachthemdchen an. Ich weiß auch nicht, ob das den Mod irgendwie stören würde, wenn wir sie jetzt irgendwie umziehen würden. Das kann ich mir schon gut vorstellen, aber was ich bisher so getestet habe, mega cool. So, Mini. Sie hat sich gerade von sich aus zurückgelehnt. Das finde ich voll cool, dass sie das von sich aus gerade so ein bisschen macht. Sie braucht es scheint gerade. Einfach mal sich ein bisschen entspannen. Wow, vom Platzen der Fruchtblase. Die Fruchtblase von Mindy ist gerade geplatzt und es kam eine riesige Menge Wasser heraus. Für eine Sekunde dachte Mindy, sie hätte sich selbst angepinkelt. Ja, so weit sind wir noch nicht. Das ist nur das Fruchtwasser, Süße. Ja. Spazieren gehen. Also alles, was dieses Symbol hat, hat was mit dem Mod zu tun. Also man kann eigentlich nicht das Falsche erklären. So, die Mini geht jetzt mal ein bisschen spazieren, während der Trevor sein Sandwich isst. Ich mag dieses Lied nicht. Mindy scheint dieses Lied nicht zu mögen. Soll sie Angst eingestehen, dass sie den Musikstil Berieselung nicht mag? Ja, kann sie sich gerne eingestehen. Sie ist ja ein absoluter Blues-Fan. Hast du denn noch Kopfhörer eigentlich noch? Nee, schade. Okay, was geht jetzt hier ab? Die Abstimmung, Geburtsmeldung, ja hier, also der MC Command Center rastet wieder voll aus. Alle kriegen sie Kinder, sind schwanger, heiraten. Es ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich muss den irgendwie doch nochmal runterregeln. Auf jeden Fall ist die Mindy jetzt spazieren, sobald sie, ja, wobei wir haben jetzt schon nach 8, also unsere 2-stündige Zeit haben wir jetzt überschritten. Dann gucken wir mal so gegen 9 nochmal nach dem Muttermund. Tja, Ich und bin wirklich mega gespannt. Unser Geburtshelfer weiß, dass wir eine natürliche Geburt haben wollen. Wir möchten keinen Kaiserschnitt. Wir wollen das Alien-Baby. 3 Zentimeter. Wow. Also kann man rechnen, vielleicht 1 Zentimeter pro Sims-Stunde würde ich jetzt mal so knapp. Wobei, jetzt haben wir schon 9:38 Uhr. Ja gut, dann geh nochmal auf deinen Ball. Der Trevor unterhält sich jetzt hier mit dem Arztkollegen. Der fragt scheint ihn, ob die Dame alles richtig macht, unsere Sashi. Und er Jetzt sagt, hält sie sich ihren Bauch. Mini, willst du eine PDA oder willst du das ohne durchhalten? Was sagst du? Mini sagt dann so, ich brauche keine PDA. Ich habe schon Cooper und unsere kleine Mausi auf die Welt gebracht. Das dritte Kind kriege ich jetzt auch noch so auf die Welt.
Und Mini? Okay, die Mini will ein bisschen schlafen. Dann würde ich sagen, lassen wir die Mini einfach mal ein bisschen schlafen. So, Unsere Mini sagen ist Sie. gerade wach geworden und sie hat ein neues Moodlet sich niederlassen von frühen Wehen. Die Wehen von Minty werden regelmäßiger und intensiver. Sie bemüht sich sehr, etwas Ruhe zu finden, aber die Schmerzen machen es ihr schwer, lange zu schlafen. Im Moment kann Minty nur versuchen, sich von den Schmerzen abzulenken. Okay, Süße. Ich würde sagen, wir lassen einmal prüfen von unserer ganz netten Dame, was ich total vergessen habe zu sagen. Eine unserer Freundinnen ist leider und Arbeitskollegin ist leider verstorben. Fragt mich bitte nicht aus welchem Grund, wieso, weshalb, warum, aber sie ist leider verstorben. Da Diane, ich glaube, sie war auch unsere Trauzeugin, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt bin ich jetzt mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Unser Trevor ist immer noch. Ah, der Trevor ist gerade auf Toilette. Trevor, magst du dann? Wow, das nenne ich ja mal cool. Und sie ist ja tatsächlich immer noch da. Krass. Trevor, magst du mit hierher kommen und dann gucken? Ich bin sehr gespannt, wie weit ihr Muttermund jetzt geöffnet ist. 5 cm. Okay, dafür, dass es das dritte Kind ist, dauert es doch ziemlich lange. Ich würde sagen, die Mini darf sich noch mal ein bisschen hier drauf schwingen. Und ja, wir sehen uns, wenn der Balken voll ist. Der Trevor macht einen kurzen Nickerchen. Und mal gucken. Ich weiß nicht, es war gerade 13, kurz vor 2 war es, als wir den Muttermund überprüft haben. Ich denke, vielleicht wir gucken nochmal so gegen 16 Uhr. Auf jeden Fall muss ich persönlich sagen, macht mir diese Krankenhausgeburt jetzt wieder total Spaß. Ich muss sagen, vorher, das war so, die sind da hingegangen, die Sims, die sind in diese Röhre reingekommen und das hat persönlich mir, jeder, der es mag, kann es mir aus, von mir aus machen. Aber mir hat das nicht gefallen. Das ist, so leid mir es tut, das ist nicht meins. Da bin ich lieber zu Hause mit den Sims alleine. Die können mal baden gehen. Und nochmal mit ihrem Freund ein bisschen sich unterhalten. Jetzt ist sie lila. Aber so, die haben einen Ball, die laufen rum, die gucken. Der Muttermund wird überprüft. Finde ich mega cool. Mini, sollen wir nochmal gucken? Wir haben 16 Uhr, also wir gucken jetzt einfach nochmal. Und da bin ich immer mal gespannt. 5 cm. Sind es bisher. Die Hälfte haben wir geschafft, Mini. Okay, Mini. Mach dich mal bitte verpixelt. Danke. Ah, geil. Man hat nur ihr Popöchen gesehen. So, jetzt wollen wir aber hier mindestens 7 oder 8 cm haben. Bitte. Und? 9 cm. Wir haben es fast geschafft. Mini. Mini, wir haben es fast geschafft. Komm, hol dir noch mal was zu essen. Trevor, bist du soweit fit? Ja, du bist fit. Okay, Mini, los, hol dir noch was zu essen. Ja, Mini, ich würde sagen, so gegen 19 Uhr lassen wir nochmal den Muttermund überprüfen, oder? Also Hut ab, Mini, dass du nicht freiwillig eine PDA nimmst. Aber ich denke, die Minty ist eine, sie hat die anderen beiden auch ohne Schmerzmittel auf die Welt gebracht. Sie ist eine taffe Frau, die Kerstin schreibt. Hallöchen. Ein Jobangebot als Klickköder-Designerin. Das ist super lieb, Kerstin, aber wir sind doch schon Alienwissenschaftlerin. Ich glaube nicht, dass die Minty den Job aufgeben möchte. So, Süße, es ist fast 19 Uhr. Ich wähle dir das schon mal aus im Anschluss, dass wir dann direkt loslegen können. Ich bin so gespannt. Oh, da fiebert man. Ah, die Mini hat auch ihr Gehalt gekriegt. Okay, Mini holt jetzt ihre Geburtshelferin. Und Mini, hast du es geschafft? Hast du's? Dein Muttermund ist vollständig geöffnet. Sprich mit einem unserer Geburtshelfer und dann kann es auch schon direkt losgehen. Wow, mega cool. Mega cool. Zur Welt bringen. Oh, cool. Oh ja. Okay, also um 19:40 Uhr haben wir die Sachi, ich sag jetzt Sachi zu ihr gefragt, ob sie unser Baby auf die Welt bringen will. Du hörst mal bitte jetzt auf zu quatschen. Du kommst mal auch hierher, Susi. Schnell, los, los. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir jetzt hin? Warte. Bevor wir jetzt irgendwo hingehen, packe ich deinen Ball noch ein. Wobei, den könnte man auch eigentlich hier lassen. Weil wenn wir mit
Wenn irgendeine andere schwangere Frau kommt, ich denke mal, die NPCs machen ja diesen Prozess hier im Krankenhaus genauso durch, können die hier sich auf den Ball setzen. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Ich flipp gleich aus. Es geht los. Oh mein Gott. Mindy hat erfahren, dass Sashi als Medizintechnikerin beim Wellnesscenter Lass dich gehen arbeitet. Okay, also wir vertrauen ihr jetzt, sie ist Geburtshelferin, sie kann unser Kind auf die Welt bringen. Trevor, kommst du bitte hierher, ganz schnell. Und jetzt bin ich ja mal mega gespannt. Mini, bitte, warte. Warte. Ich brauche ja mal ein Foto von dir. Sie sieht gerade sehr glücklich aus. Sie denkt sich bestimmt jetzt auch nur so, krass, jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt kann es losgehen. Und die Mindy darf, glaube ich, gleich pressen. Trevor, du musst mitmachen. Bitte. Bitte, du musst mitmachen. Wie geht das? Wie kann ich das auswählen? Trevor. Trevor, du verpasst alles. Bitte, hier hingehen. Los. Trevor! Oh nein! Er kann... Bei meinem Test, sag ich jetzt mal, hat der Mann halt sie dann so gehalten und hat, ja, ich glaube, die Hand hat er gehalten und an die Schulter hat er ihr gegriffen. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Mini! Du hast es bald geschafft. Nochmal ganz doll pressen! Hui! Trevor! Sitz! Sonst werde ich böse. Du bleibst hier. Sie hält sich auf jeden Fall ihren Bauch und ihren Kopf. Auch allein die Animationen. So, so cool. Ja, so müssen wir hin. Trevor, du wirst nochmal Vater. Und er denkt nur so, hehe. Ah, so geil. Und die Ärztin sagt so, das Köpfchen kommt. Du musst jetzt nochmal pressen. Wir haben ein Mädchen bekommen. Oh mein Gott, wir haben ein Mädchen bekommen. Es ist ein Mädchen. Wie krass. So, die kriegen natürlich den beidigen Nachnamen. Fox Price. Na. Na, was machen heute meine Finger? Ein Mädchen, okay. Da sie ja ein Alien-Baby ist, wollte ich irgendwas Außergewöhnliches. Nicht so wie gängigen Namen. Sie sollte halt... Sie oder er, jetzt ist es ein Mädchen geworden. Ich habe gedacht, okay, komm, du suchst was aus, was nicht so gängig ist. Richtig so denkt, wow, was ist denn das für ein schöner Name? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie so nachvollziehen kannst. Ja, ich hatte für einen Jungen Nash Lian oder Viggo Emrick. Manche denken vielleicht so, was sind das jetzt für ein Name? Aber ich wollte halt so wirklich was so, was Außergewöhnliches, was nicht jeder halt hat an Namen. Ja, und als Mädchenname habe ich Skyline Grace als Doppelname. Ich weiß nicht genau, ob man das tauscht. Grace, Grace Skyline oder Evolette Fina. Und ich glaube, unsere kleine Maus wird Evolette Fina heißen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du sagst zu dem Namen. Ich hoffe, dass er dir zusagt. Das ist halt mal was ganz anderes. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wie krass, es kann losgehen. Ah, ich glaube, ich flipp aus, Leute. Trevor, du guckst gar nicht und unterstützt deine Frau gar nicht. Ich bin voll traurig wegen dir. Mini, noch einmal pressen! Noch einmal! Ui, da ist es! Oh, da ist die kleine Mausi. Gut, sie sieht aktuell noch ganz normal aus. Dankeschön, Sashi, für deine Unterstützung. Oh, Mini, du hast dein Baby auf die Welt gebracht. Trevor? Trevor, bist du hin? Bist du jetzt wirklich gegangen? Okay, gut, es hat leider mit ihm nicht so gut geklappt. Sag hallo, kleine Evolette. Wie geht's dir, süßes Mäuschen? Oh, die Mini ist voll happy. Mini, du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Deine kleine Mausi ist auf der Welt. Jetzt ist die Minty dreifach Mami. Wow. Okay, ihr zwei. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Unser Baby
ist auf der Welt unsere Evolet Fina Fox Prize. Jetzt sind wir eine fünfköpfige Sims-Familie mit zwei Hunden. Oh, ich bin so happy. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob dir die Namen wirklich gefallen. Übrigens, die Mini hat ein neues Fahrrad. Mal so nebenbei. Ich fahre jetzt beide jetzt mit dem Fahrrad nach Hause. Echt jetzt? Ist ja schon geil. Na dann komm. Aber kannst du dir noch was anderes anziehen vielleicht? Du musst jetzt nicht mit deinem Nachthemdchen durch die Gegend düse, oder? Zieh das mal an. Okay, Mini, wieso bist du auf einmal so kräftig? Wenn ich fragen darf. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie war doch so schlank. Genau, Fahrt im Krankenhaus mit den Fahrrädern entlang. Oh mein Gott. Entschuldigung. Und wo ist unser Baby? Da ist unser Baby. Sie ist grün. Sie ist grün. Hier. Liebkosen, schaukeln, reden, hüpfen. Und dann kommst du mal hierher. Dann müssen wir den zwei kleinen Kindern... Oh, hast du es schon entdeckt, Baby? Neues Geschwisterkind. Cooper Fox ist nach dem Kennenlernen eines Geschwisterkindes, das er nicht wollte, in Trauer aufgelöst. Och, Coopy Schatz. Warum bist denn du so rot? Geh mal duschen, geh mal auf die Toilette. Hol dir einen Rest und dann darfst du... deinem Geschwisterkind noch mal Hallo sagen und dann da gehst du schlafen. Oh. Mini, wo ist dein Baby? Mini, wo ist dein Baby hin? Trevor, bleib doch bitte hier. Los, bleib hier. Ich weiß, du bist todmüde. Es war ein anstrengender Tag. Wir waren fast den ganzen Tag im Krankenhaus. Aber guck mal. Dein Baby. Kleine Mausi kommt auch schon. Neues Geschwisterkind treffen. Du die Mausi freut sich. Sherry Rose kann es gar nicht erwarten, mit einem neuen Geschwisterkind zu spielen. Ach, cool. Voll schön. Da hätte das kleine Mäuschen Geburtstag. Einen Tag vor der kleinen Maus. Ah, nee, die kleine Mausi hat hier genau... Ich habe den Geburtstag jetzt schon mal geplant und vorverzogen. Ja gut, dann passt es ja. Ja, dann haben wir da genug Platz. Ja, das ist doch eine gute Idee. Also die kleine Mausi freut sich und ihre Windel stinkt immer noch. Trevor, möchtest du ihr die mal endlich wechseln oder wieder wechseln? Dann kannst du ihr ein Trinkgeld geben und sie nach Hause schicken. Wir können sie stolz vorzeigen. Wir zeigen sie jetzt dem Trevor. Der Trevor, der rennt überall hin. Der kann es, glaube ich, gar nicht so irgendwie glauben. Aber das Baby ist da. Das ist es. Jetzt hat Trevor ein neues Baby. Es ist annehmbar, süß und wird neuen Schwung in Trevors Leben bringen. Neues Baby. Die Schwangerschaft war wirklich sehr fordernd. Aber Trevor ist wirklich froh, dass alles glatt gelaufen ist und es dem Baby gut geht. Das Leben von Trevor wird sich nun komplett ändern, da er ein neues Baby zu versorgen hat. Aber wow, wir haben es geschafft. Ich fand... die Geburt im Krankenhaus so, so schön. Es hat so Spaß gemacht. Ihr wisst aus meiner, auch aus den anderen Let's Plays, ich bin nicht so der Krankenhausgeburten-Typ, aber ich muss sagen, so wird die Krankenhausgeburt was völlig anderes. Du kannst das nicht mit damals vergleichen und ich finde es einfach so, so schön. Wir werden jetzt nochmal ganz schnell hier gucken, wie unser Kupilein seine kleine Schwester begrüßt. Ich bin sehr gespannt, ob es dann ihm besser geht. Du Schatzi, du brauchst keine Angst haben, gell, dass die Mama oder der Papa dich irgendwie nicht mögen. Enge Bindung. Es ist ein großartiges Gefühl, Zeit mit jemandem zu verbringen, mit dem sich Cooper Fox tief verbunden fühlt. Okay, jetzt haben wir drei kleine Kinder. Wir haben ein Alien-Baby zu Hause. Ich finde sie so niedlich. Ich bin so gespannt, wenn sie dann ein Toddler irgendwann ist. Wie sie dann aussieht. Ich bin sehr gespannt, ob sie das grüne beibehält, aber ich glaube schon. Ich glaube, die Babys haben ja immer die Farbe, wie sie später dann auch haben. Oh Gott, was süß. Näschen hast du denn? Seht ihr diese kleine Stupsnase? Ach Gott, süß.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich bin sehr gespannt, wie dir der Name gefällt, wie es dir allgemein gefallen hat. Ich kann es nur nochmal wiederholen, auch wenn ich es jetzt bestimmt das 10. Mal schon sage, der Mod, der macht wirklich ein anderes Spielerlebnis. Kann ich nur so sagen, ich bin so froh, dass es Modder gibt, die einem da so viel Spielspaß geben. Ich werde mir wahrscheinlich öfters die Krankenhausgeburt aussuchen, als wie zu Hause alleine, weil es mal wieder was anderes einfach ist. Unsere kleine Evolette sagt jetzt auf Wiedersehen. Sie freut sich sehr in der nächsten Folge. Ich denke, wir feiern direkt den Geburtstag. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde das alles schon mal planen, ein paar Freunde einladen und dann gucken wir einfach mal. Dann kriegt die kleine Mausi ihre Torte, darf die Kerzen auspusten, dann gibt es ein Umstyling und dann gucken wir einfach mal, was wir an diesem Tag und in dieser Folge noch so erleben werden. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.